Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für euch und zwar habe ich bei DM und bei Rossmann online geshoppt und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier alles angesammelt hat, nein, ich weiß es ja, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird in diesem Video auch noch eine Kleinigkeit zu gewinnen geben. Was es ist und was du dafür tun musst, sage ich dir im Laufe des Videos, sei einfach gespannt und ja. Los geht's. Ich habe sowohl bei DM als auch bei Rossmann online bestellt, weil ich etwas für ein Tauschpaket brauchte und dann ist natürlich das ein oder andere noch zusätzlich in meinem Einkaufswagen gelandet und ich habe noch ein bisschen was geplant gehabt von Videos und so und die dann teilweise auch schon umgesetzt mit den Produkten. Ich wollte euch das aber trotzdem noch mal einmal hier so zeigen. Als erstes habe ich bei DM geshoppt und da habe ich gesehen, dass das Mrs. Bella Brush Trio with Cleansing Pad einfach mal im Angebot war für, ich glaube, 11 Euro oder so. Da konnte ich nicht Nein sagen, weil ich einfach ein Fan von Pinseln bin und auch die Mrs. Bella bei, BH Cosmetics Mrs. Bella Pinsel finde ich total super. Deswegen war ich mir sicher, dass die Qualität dann auch gut sein wird. Und hier haben wir das auch entsprechend eingepackt drin und da ist einfach ein richtig fetter Puderpinsel drin, den du so in dem Pinselset nicht mit drin hattest. Ja moin Sammy, was geht ab? Sammy ist nämlich auch hier, der hat sich hier eben hingelegt, während ich hier die Sachen auf den Tisch gelegt habe und da habe ich gesagt, so jetzt mache ich die Tür aber zu. Dann bleibst du halt drin. Und weil ich so ein Pinsel-Fan bin und ich weiß, dass viele von euch das auch sind, gibt es dieses Pinselset auch in diesem Video zu gewinnen. Deswegen packe ich das auch nicht weiter aus als so. Du hast hier einfach einen richtig dicken, fetten Puderpinsel drin. Dann hast du hier einen kleinen Blendepinsel mit dabei. Hier hast du so einen etwas blendigeren Point Brush, würde ich ihn mal nennen. Und dann ist hier noch ein Pinselreinigungspad mit dabei, was hinten auf der Rückseite ein Gumminoppen hat. Also dementsprechend, ne? Das kannst du in diesem... Upsala, Sammy... Video gewinnt, in diesem Sammy vor allem. Alles, was du tun musst, ist ganz einfach. Schreib mir einen lieben Kommentar unten in die Kommentare rein mit dem Hashtag rosa, dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil und ja, viel Erfolg, viel Glück und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich mag die Pinsel von Mrs. Bella BH Cosmetics Gedönsen sehr, sehr gerne und Sammy scheinbar auch. Als nächstes habe ich mir endlich wieder meine recycelten Kosmetiktücher von Ebeline nachholen können. Ich mag die richtig gerne und jo, die kommen jetzt ganz normal bei uns ins Backup rein. Kosmetiktücher befinden sich bei uns tatsächlich vor allem im Wohnzimmer und am Esstisch und so, dass wenn wir halt entsprechend was essen und man kleckert oder ich muss mir vorher meinen Lippenstift abmachen oder, das steht dann halt da und ja, da finde ich einfach die recycelten deutlich charmanter als die nicht recycelten. Wie schon angekündigt, ich habe für ein paar Videos auch was geholt, unter anderem für dieses Full Face, was ich gerade trage. Und zwar habe ich mich mit Produkten von Judith Williams geschminkt. Da habe ich ein bisschen zugeschlagen und mir diese ganzen Produkte geholt. Dieses eine Produkt, was hier mit dabei ist, ist tatsächlich für ein Tauschpaket, was demnächst kommt. Ja, seid einfach gespannt. Ich habe derjenigen, mit der ich das Tauschpaket mache, gesagt, sie soll dieses Video am besten nicht schauen, weil viele Produkte, die ich hier zeige, einfach für sie sind. Und... dieser Hund macht mich fertig. Das sind Cooling and Hydrating Gel-Augenpads für alle Hauttypen und alle Altersgruppen und das finde ich total charmant und ich mag einfach diese Cooling iPads. Die sind relativ groß, jedenfalls wirkt das hier hinten so, also dick in dem Sinne und ja, das kommt auf jeden Fall in das Tauschpaket mit rein. Dann habe ich mir geholt den Sponge, Judith Make-up Sponge, das ist dieser hier, den habe ich halt wie gesagt jetzt auch schon verwendet. Ich finde den ganz gut, der ist solide, habe ich jetzt natürlich auch angefeuchtet. Was ich nicht so schön finde, ist, dass sich hier dieses Judith Williams etwas verfärbt hat. Das war halt schon so, weil der wahrscheinlich hier so drin ist und dann kommt da Licht dran. Ja, wahrscheinlich, oder? Und deswegen hat sich das so verfärbt. Ich fand es auf jeden Fall sehr kurios. Ja, das ist auf jeden Fall ein solider Make-up-Schwamm, den ich empfehlen kann. Auch etwas, was man sich eventuell, wenn man mag, anschauen kann, ist dieser Pinsel hier von Judith Williams. Ich habe mir schon mal so einen Doppelpinsel von ihr geholt. Das hier ist jetzt die neue Variante mit einem Puderpinsel und einem Highlighterpinsel. Und ja, da ist der Puderpinsel sehr, sehr fest. Man muss halt aufpassen, denn die Produkte verlieren wirklich am Anfang direkt Haare. Ja, wie das sich in der Zukunft entwickelt, weiß ich noch nicht. Das heißt, ich habe ihn auch noch nicht gewaschen. Ich habe ihn direkt verwendet. Das Puder hat sich schön damit auftragen lassen. Highlighter habe ich damit leider nicht aufgetragen, weil ich vergessen hatte, dass ich das mit dran habe. Das habe ich mit den Fingern aufgetragen. Und zwar hatte ich einen Liquid Highlighter mir geholt, die Highlighting Drops, Jugendlicher Glow Weichzeichner Effekt und Feuchtigkeit. Das ist mit Hyaluronsäure und das kann man sich tatsächlich zum einen unter die Foundation mischen, was ich nicht gemacht habe, oder man trägt es sich hier so punktuell auf, wo man es halt haben möchte. Man sieht, an der Nase habe ich ein bisschen viel verwendet.
Bisschen schwierig für mich, sowas zu dosieren, aber es sind coole Produkte, kann man sich anschauen. Etwas, was ich ganz klasse fand aus diesem Sortiment, ist das Mattifying Powder Mattieren Hautperfektion und Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure. Ich finde es ganz, ganz klasse, dass bei den jeweiligen Produkten tatsächlich auch irgendwelche Zusätze immer mit dabei sind, die irgendwas toll machen sollen, sei es Hyaluronsäure, Vitamin E oder sonstige Pflege. Und das finde ich ganz, ganz klasse. Das ist ein schönes Puder, was wirklich auch so hautperfektionierend fungiert. Also wir haben hier oben einen Spiegel drin, hier unten haben wir das Puder, was ein gepresstes Puder ist und auch eine leichte Tönung mit dabei hat, was mir tatsächlich bei meinem Fullface sehr, sehr gut gefallen hat. Es fühlt sich auch super schön weich an, sehr, sehr samtig. Mattierend ist es tatsächlich ein bisschen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ein furztrockenes Gesicht hätte oder so. Deswegen mag ich das gerne. Hier unten drunter hast du auch so ein Schwämmchen. Ja, solche Schwämmchen, die kannst du zum Touch-up gut verwenden, wenn du das mitnimmst unterwegs, ne? Und dich dann einfach zwischendurch nochmal so ein bisschen damit abpudern möchtest oder so. Deswegen ist es ganz cool, aber ich habe es halt mit dem Pinsel aufgetragen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Etwas, was ich jetzt nicht so unbedingt aus der Reihe empfehlen kann, ist der Eyeliner, Easy and Precise Eyeliner, und der ist einfach mit Pflege, Präzision langanhaltend und super black. Das erste Auge, was ich damit gemacht habe, war schön, es hat gut funktioniert. Der Wing ist mir gut gelungen, hat wirklich einfach funktioniert. Es hat eine Filzstiftspitze, die sehr, sehr lang ist und zum Ende hin sehr dünn wird. Und das ist, glaube ich, halt auch das Problem. Zum einen die Länge und zum anderen auch, dass es so dünn wird, weil das trocknet halt mit der Zeit aus. Und ich habe nur zwei Augen damit geschminkt und das ist oben schon so ein mini kleiner Knick in der Spitze. Das ist nicht so cool, denn das zweite Auge, sprich das, habe ich ein bisschen verkackt, sage ich mal. Also das hat nicht so ganz funktioniert, da musste ich korrigieren, da musste ich nochmal ran und so weiter. Seht ihr aber auch alles in meinem Fullface, da habe ich das Ganze nochmal wirklich ausführlich auch gezeigt. Der hat mir nicht so gut gefallen, würde ich nicht empfehlen oder nachkaufen. Dann habe ich einen einen Boost Lipstick, genau, den trage ich auch gerade, Intensität, Fülle und Pflege. Das ist dieser hier mit Hyaluronsäure und das ist so ein richtig perfektes Nude. Das ist fast schon wie ein Lippenpflegestift, weil man sieht ihn ja auch kaum. Das ist die Farbe 466. Also mir gefällt er richtig gut, aber es ist halt wirklich so ein Allerwelts-Lipstick. Den kriegst du halt auch fast überall anders, weil das jetzt nicht so eine ganz spezielle Farbe ist. Ich mag den ganz gerne. Ich, ne? Weiß nicht, das ist halt auch ganz normal ein Lippenstift. Den kannst du auch fast schon blind auftragen, weil er halt auch so dezent ist. Fühlt sich schön auf den Lippen an. Ist aber jetzt nicht super lang anhalten oder so, ne? Der trägt sich dann auch recht schnell ab. Wenn ich jetzt hier meinen Kaffee, der vor mir steht, gleich trinke, dann darf ich nochmal nachlegen. Aber es ist eine schöne Farbe, ja. Aber, die Qualität ist halt auch eher so okay, sag ich mal, ne? Von der Haltbarkeit, genau. Dazu habe ich einen Lip Liner verwendet, Stay Lip Liner, Präzision, Haltbarkeit und Feuchtigkeit. Auch hier kann ich Präzision ja, Haltbarkeit nein, Feuchtigkeit ja. Er ist super, 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 super cremig im Auftrag, also der wird sich super schnell abnutzen. Ich weiß gar nicht, welche Farbe ich hier habe. Das ist mit Shea Butter, das merkst du auch richtig, wie weich das einfach ist. Das ist ein schöner Lip Liner, kann man wirklich, ne, aber es ist halt nichts ultra besonderes, ist halt ein ganz normaler nudefarbener Lip Liner. Mochte ich ganz gerne im Auftrag und der passt sehr, sehr schön auch zu dem Lippenstift, den ich trage. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig. Etwas, was ich glaube beim letzten Mal auch schon so ein bisschen gehypt wurde, sind halt diese Natural Blushes, gesunder Teint, seidiges Finish und Feuchtigkeit. Das ist mit Hyaluronsäure und das ist tatsächlich kein Puder Blush, sondern ein Creme Blush. Und so schaut er aus, wenn man mit dem Stippling Brush ein bisschen reingegangen ist. Hier muss man wirklich sehr, sehr viel auftragen, damit man ihn überhaupt sieht. Also ich habe den ordentlich aufgetragen und als ich dann das Puder aufgetragen habe, war er fast weg. Also ich habe jetzt dieses natürliche Finish auf meinem Gesicht, aber ich habe, ich glaube, 3, 4, 5 Schichten aufgetragen, richtig intensiv. Sah auch ziemlich weird aus, bevor ich dann entsprechend Puder aufgetragen habe. Aber na, muss jeder für sich selber wissen. Das schließt magnetisch, glaube ich, ne? So. Und schöne und hochwertige Verpackung mag ich gerne. Muss man halt mögen, sowas, ne? Dann habe ich etwas, was ich voll empfehlen möchte. Und zwar die Mascara, die ich gerade auf den Wimpern trage. Die Genius Mascara. Midnight Black, Länge und Volumen. Und Leute, ja, sie macht wirklich Volumen und sie macht Länge. Ich habe keine Wimpernzange verwendet.
Ich habe die so aufgetragen und die hat so ein Wawawum-Ergebnis gegeben. Das finde ich wundervoll. Kann ich wärmstens empfehlen. Das Bürstchen ist so ein Kunsthaarbürstchen, was wirklich unspektakulär ist. Wo man im ersten Moment so denkt, ja, wird mir vielleicht die Wimpern verkleben, weil das halt wirklich so wild durcheinander ist. Und so viele und so kurze und so lange und keine Ahnung. Nee, die macht echt hammergeile Geschichten auf den Wimpern. Und das hat mir gut gefallen. Doch, die würde ich halt auch echt empfehlen. Etwas, was ich eher so Larifari fand, war hier der SOS Covering Stick. Der soll eine starke Deckkraft haben, überhaupt nicht. Ja, Anti-Spot, also nee, hat meine Pickelrötung wie auch immer nicht wirklich abgedeckt. Also hier unten hat er nichts abgedeckt, meinen roten Punkt hat er nicht abgedeckt, hier oben den Pickel hat er nicht abgedeckt und den Mückenstich hier hat er auch nicht abgedeckt. Also hat nicht wirklich was gemacht. Aber der soll halt auch irgendwie eine Pflege haben, der ist mit Zink, der ist antibakteriell. Ich würde den dann eher als Pflege verwenden, wenn man sich gar nicht schminkt. Kann man vielleicht auch so sehen, ne? Dass ich den so vor der Arbeit einfach mal auf die entsprechenden Stellen auftrage. Etwas, was euch vielleicht aufgefallen ist, denn meine Augenbrauen sehen heute richtig gut aus. Die sehen super natürlich aus, so my eyebrows but better tatsächlich. Und ich glaube, ich habe die perfekte Augenbrauenfarbe für mich gefunden. Und zwar ist es dieser hier von Judith Williams, der Defining Eyebrow Pencil mit Definition, Verdichtung und Haltbarkeit. Haltbarkeit weiß ich nicht, das müssen wir mal gucken im Laufe des Tages, aber es ist einfach mal meine Augenbrauenfarbe. Es ist so, so geil. Es ist richtig schön aschig, aber halt auch nicht zu aschig, nicht zu dunkel, nicht zu hell, nicht rotstichig oder sonst irgendwas. Mir gefällt das ultra. Richtig geil. Achso, hat einen Spoolie dran, den ich cool finde, weil der halt so kegelförmig nach vorne zusammengeht. Der ist halt nicht so abgeschnitten quasi wie bei anderen. Und ein Stift zum Anspitzen, ganz normal. Ja. Dann habe ich mir etwas geholt, was ein bisschen dämlich war eigentlich, weil ich mir keine Lidschattenpalette geholt habe von der Marke. Den Eyelid Fix and Primer, Haltbarkeit, Farbkraft und Pflege. Das ist mit Collagenier, also einfach mit Kollagen würde ich sagen, habe ich mir einfach auf die Augenlider aufgetragen und dann abgepudert. Was ich einfach schön finde, ist, dass meine Augenlider jetzt auch sehr, sehr gepflegt aussehen und dass das Ganze irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, natürlich strahlend aussieht. Weil der hat halt auch Glitzerpigmente mit drin. Das ist so ein Schwämmchenapplikator, also ganz normal wie so ein Lipgloss-Füßchen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Jo, der lässt sich ganz gut verteilen, ist relativ flüssig und da könnte man theoretisch halt auch so matte Lidschatten drüber geben, die dann einen Schimmereffekt dadurch bekommen würden, was ich ja auch unheimlich gerne habe. Da habe ich ja zum Beispiel einen von Riva Loves Me und den feiere ich ultra. Ich finde das richtig klasse. Egal, was du da drüber aufgibst, alles sieht wirklich so shiny, shimmery und richtig cool aus. Mag ich gerne. Und das Letzte, was ich mir für mein Full Face geholt habe, ist der Primer, und zwar der Perfecting Primer. Hautverfeinerung, Matteffekt und Feuchtigkeit. Ich weiß nicht, also dieses Matteffekt und Feuchtigkeit finde ich immer super interessant in Kombination, aber es hat scheinbar gut funktioniert, denn ja, mir hat es gefallen. Also ich fand den okay, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil ich den jetzt nicht so ultra krass fand. Das letzte Teil aus meinem DM-Haul ist Klopapier. Muss man das haben? Eine Limited Edition Klopapier? Ich schon. Im Rossmann bin ich dann etwas bunter geworden und habe mir dann noch etwas neue Produkte von zum Beispiel Riva Loves Me geholt. Da gab es zum Beispiel Pastel Breeze, das Eyeliner Kit. Das ist ein Gel-Eyeliner, ein Eye-Pencil und ein Brush, also ein Pinsel. Das ist jetzt in der Farbe 01 Black und das wird demnächst mal ausgetestet. Da bin ich auch super gespannt. Ich glaube, Pastel Breeze ist die aktuelle Limited Edition von Riva Loves Me. Und ich finde es halt cool, dass man die halt auch bei Rossmann online bekommen, ne? Dass man die auch bestellen kann und nicht dafür in den Laden dann muss. Ich bin ja echt eigentlich kein Fan von Eyeliner Gel oder von Gel Eyeliner, aber ich habe letztens so ein Tutorial gesehen zu Foxy Eyes und das wollte ich mal damit nachschminken. Finde ich einfach super spannend. Das hier ist einfach der Gel Eyeliner. Dazu gibt es einen süßen Eyeliner Pinsel und einen entsprechenden Augenstift, den du wahrscheinlich halt auch einfach als Kajal verwenden kannst. Ist einfach einer zum Hochdrehen. Da bin ich sehr gespannt, wie man den wieder spitz kriegen soll. Ich weiß nicht, hier ist kein Anspitzer mit dabei, wobei man den, glaube ich, hier hinten reinstecken kann, um den wieder spitz zu kriegen. Keine Ahnung. Das muss ich nochmal testen. Aber ja, ist einfach ein Kajal, sage ich mal. Ne? Ich habe auch noch weitere Produkte aus der Limited Edition, und zwar Pastel Breeze Cucumber Lip Oil. Und zwar ist das mit Gurke. Cucumber ist ja Gurke. Und Lippenöle finde ich in letzter Zeit richtig klasse. Und das ist so ein mintgrün, schönes Produktchen mit so einem Applikatorfüßchen, was auch so ein Loch in der Mitte hat, was ich echt süß finde.
Dann habe ich mir mitgenommen das Fixing Spray, das ist das Pastel Breeze Cucumber Setting Spray. Auch das soll dann entsprechend nach Gurke riechen. Und da hat mir das Packaging Design, das Verpackungsdesign auch sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich das auch zweimal mitgenommen. Einmal für das Tauschpaket und einmal für mich. Das wollte ich dann auch mal austesten. Auch aus der Limited Edition habe ich diesen Bronzer mitgenommen von Riva Loves Me. Das ist dieser hier. Ich hatte das tatsächlich auch schon auf Instagram geteilt. Das ist ein ganz besonderer Bronzer, denn den haben wir doch schon mal gesehen. Und zwar in der Rival de Loop Young Superfruits Limited Edition. Den habe ich auch. Dieser hier soll ein bisschen dunkler sein als der aus der Superfruits Limited Edition. Ja, bin ich sehr gespannt und das könnte dann wirklich so ein Sommerbronzer für mich werden. Ach, das sieht 1A genau so aus. Das ist doch der Wahnsinn. Auch von der Verpackung her, ne? Da hast du hier oben dieses Sichtfenster. Dann hast du hier diesen Bronzer, der halt auch diese Blattschematik, Gedünsen, was auch immer mit drin hat. Und den swatchen wir einmal. Ja, schön aschig, schön dunkel. Oh, mir gefällt ja schon der alte schon so gut, ne? Das ist nämlich der aus der Superfruits Limited Edition. Den habe ich von der lieben Jana bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal. Da habe ich mir hier einen Spiegel reingeklebt, aber ansonsten sieht er halt wirklich genau so aus, nur halt schon ein bisschen benutzt. Den swatche ich mir mal daneben und dann gucken wir mal, ob da irgendwie ein Unterschied besteht. Minimal. Also man könnte jetzt ehrlich gesagt keinen wirklichen Unterschied feststellen. Oder seht ihr einen Unterschied? Also der neue, der untere, sieht tatsächlich dunkler aus, um das mal so zu sagen. Ein bisschen Haushalt darf nicht fehlen. Komm, das müssen wir auch haben. Ich habe leider für meinen Airwick Duftspender, na, nicht leider, ich habe die Denk-Mit-Geschichte geholt und das hat nicht reingepasst. Das hat mein Freund auch leider versucht reinzumachen und um den Pinöpfel abgeschnitten und seitdem ist das Ding leider voll hin. Da habe ich mir jetzt die von Airwick Original nachgeholt. Das sind diese hier, das habe ich im Doppelsparpack geholt und das ist Cotton and Weißer Flieder. Also Baumwolle und weißer Flieder, das soll dann einfach nach frisch gewaschener Wäsche riechen. Steht bei uns im Badezimmer, dementsprechend ist es halt der perfekte Duft dafür. Jo, ne? Kommt dann gleich direkt in unseren Spender, eins davon und das andere ist halt ein Backup. Und das ist für den Freshmatic Max. Genau, wenn ihr irgendeinen Tipp habt, was man alternativ in den Freshmatic Max von Airwick reinmachen könnte, schreibt mir das gerne. Ansonsten sind die von Airwick jetzt auch nicht unbedingt so viel teurer als die von Denkmit oder so, finde ich. Ne? Dann habe ich geholt Handschuhe. Ich brauchte eigentlich Handschuhe, ja Einweghandschuhe, aber klappt nicht mehr. Gut, dann habe ich mir halt geholt die Haushaltshandschuhe von Profissimo, strapazierfähig und griffsicher, sehr gutes Tastempfinden, ein paar in der Größe Mittel. Ja, dann benutze ich halt die, das kann man auch machen und ja, ist okay, ne? Deswegen, dann habe ich halt keine Einwegviecher, sondern erstmal die normalen. Ich habe auch letztens im Famila geguckt, da gab es auch keine mehr, deswegen nehmen wir jetzt die. Dann habe ich nochmal, eigentlich wollte ich andere haben und das war dann halt wieder so ein, keine Ahnung. Feuchte Allzwecktücher benutzen wir jetzt nicht so ultra viel, aber doch jetzt ab und an etwas mehr, einfach um die Oberflächen etwas schneller und gründlicher gereinigt zu haben, wie auch immer. Im Badezimmer, in der Küche, überall kannst du die einfach mal verwenden. Da habe ich einmal die grüne Variante mit Apfel und die gelbe Variante mit Zitrus mitgenommen. So. Ich wollte eigentlich die von Denk mit haben und zwar mit Melonenduft, aber die gab es nicht mehr. Von Domol habe ich für unser großes Kinderzimmer oder mittlerweile Sportzimmer oder vielleicht auch zukünftiges YouTube-Zimmer, man weiß es nicht, mitgenommen. Perfume and Style Raumduft mit Mandelblüte und Jasmin. Das fand ich einfach hübsch. Komm, das musst du mit. Du hast hier so ein hübsches Keramikgläschen, weiß ich nicht, wo du dann diese Stäbe reinmachen kannst. Und der Duft hörte sich ansprechend an, hörte sich vielversprechend an, deswegen freue ich mich drauf. Aktuell haben wir noch eins von Kneipp dort stehen, was sehr, sehr gut ist und auch sehr, sehr langanhaltend. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich nichts habe, wenn es leer ist, habe ich jetzt eins da. Und deswegen kam das mit. Ja, Duftprobe hier verheben und riechen. Oh, das riecht richtig angenehm. Das ist so ein Claudi-Duft, ne? So ein Mädchenduft. Dieses Jasmin mag ich ja gerne. Mmh. Kommen wir mal zu einem etwas größeren Produkt. Und zwar habe ich dieses Produkt für das Tauschpaket auch mitgenommen. Das ist eine Wurfstrandmuschel, die 14,99 € kostet. Und die ist türkis und deswegen passend für das Tauschpaket und passend für viele Dinge, die im Tauschpaket erfüllt werden sollten. Und ja, deswegen habe ich diese riesengroße Strandmuschel mitgenommen. Und ohne Witz, ich habe mich so gewundert, weswegen dieses Rossmann-Paket so groß ist. Als der Postbote das brachte, ich gucke das so an.
Ja, moin. Ich gucke das so an und denke mir so, wow, was zur Hölle habe ich denn da schon wieder bestellt? Na, es war eigentlich die Strandmuschel und ich glaube, drei Viertel des ganzen Kartons war voll mit Verpackungsmaterial. Ist aber nicht schlimm, denn jetzt habe ich auch einen riesengroßen guten Karton fürs Tauschpaket. Ja, dass das Ding jetzt so überdimensioniert ist, habe ich nicht mitgerechnet, aber läuft bei mir. Gut, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch Produkte, die ich für das Tauschpaket geholt habe, glaube ich. Und zwar von Flink und Sauber Mikrofaserfenstertuch in Türkis. Genau. Das ist dieses hier und finde ich ganz schön. Und ich finde, wenn du ein schönes Tuch hast, dann macht das Putzen einfach mehr Spaß. Ich sage das auch immer, wenn ich koche, wenn ich ordentliche Kochutensilien habe, dann habe ich auch Bock zu kochen. Dann habe ich noch mitgenommen von Domol ein Mini-Spray Fresh and Pure, frischer Duft neutralisieren. Das ist dieses hier. Ja, ne, sowas ist einfach so ein Touch-Vieh, das man halt drauf drücken kann und dann hast du die ganze Frische im Raum. Finde ich ganz cool. Das mag ich ganz gerne. Riecht nach frisch gewaschener Wäsche und so ein bisschen blumig. Dann habe ich von Bübchen eine Wasch- und Duschcreme für zarte Babyhaut. Sensitiv, Aloe sanft, reinigt, mild und beruhigt mit Aloe Vera und einem Drittel Babylotion. Das finde ich ganz cool, vor allem wenn man halt auch Kinder zu Hause hat, ja, dann sieht das nicht so aus, als würde man sich selber Babyprodukte holen, ne? Und ja, bei derjenigen, mit der ich das Tauschpaket mache, weiß ich, dass sie auch Kinder zu Hause hat. Dementsprechend passt das ganz gut und das kann man halt auch ganz normal als erwachsene Frau verwenden, aber ne? Ist ganz nice. Dann habe ich von Riva Loves Me die Mega Lash Booster Fake Lashes Mascara in Waterproof mitgenommen. Das ist diese hier. Und ja, die kommt halt auch mit ins Tauschpaket. Eine türkise Mascara, also die Mascara an sich ist schwarz, keine Sorge. Aber Riva Loves Me ist halt auch einfach eine Marke, die ich super ansprechend finde. Dann von Nu and Cow ein Chocolate on a Mission. Keine Ahnung, Roasted Hazelnut. Das ist organic, das ist vegan. Das ist, ne? Halt alles irgendwie grün, grün, grün und deswegen mag ich sowas und verschenke ich sowas auch ganz gerne. Dann habe ich noch mitgenommen eine Gumminoppenbürste, entfernt Tierhaare schnell und einfach für Katzen. Das kann man aber auch sehr, sehr gut für Hunde verwenden. Wir haben für Sammy Haare tatsächlich auch so eine ganz spezielle Bürste, die wir für unser Sofa verwenden, ne? Weil da hast du auch öfters mal Tierhaare drauf. Ich mag das einfach nicht, wenn überall Tierhaare sind. Ich sauge hier jeden Tag durch. Ich habe einen Staubsaugerroboter und ich habe auch einen kabellosen Staubsauger, mit dem ich immer durch die Gegend renne. Ja. Und halt auch so Bürsten, um die Haare halt runterzukriegen. Denn Sammy haart aktuell auch sehr, sehr. Deswegen habe ich direkt dran gedacht. Und da sie auch was für ihre Katzen haben sollen, habe ich das geholt. Und dann habe ich von Ina Bio Joghurt Reiswaffeln geholt mit weißer Schokolade. Yum, lecker, duften mit. Von Riva Loves Me gibt es auch noch in dieser Pastel Breeze Reihe die Refreshing iPads. Und das sind halt so Dinger, die du ganz normal in den Kühlschrank packen kannst. Und dann legst du sie auf die Augen und ja, dann schwellen deine Augenringe ab und du kannst einfach relaxen, entspannen und so weiter. Und ich finde es ganz cool, weil das sind halt jetzt nicht irgendwie so Einmalanwendungen, wie du das ja gerne mal so bei Augenmasken und so weiter hast. Ich meine, ich habe jetzt auch eine andere Augenmaske für sie geholt, aber ne, so Augenpads, aber das ist halt für, da hast du länger was von. Finde ich ganz gut. Was habe ich denn noch geholt, Sammy? Ja, was ganz Aufregendes habe ich geholt und zwar von Revolution, Makeup Revolution London, die Roxosaurus Color Burst Palette. Die ist hammermäßig schön. Die ist richtig bunt. Die ist nicht nur von außen wunderschön, sondern auch wenn sie. Ich gebe die ja weiter, ne? Ich mache die ab. Mache ich die auf? Ich verlinke euch die unten in die Infobox, dann könnt ihr euch die anschauen. Die ist von außen halt so türkis und von innen ist die wundervoll bunt. Die ist richtig, richtig cool. Die hat tolle Farben, die hat einen großen Spiegel. Echt geil und die Paletten von Revolution finde ich einfach auch schön und deswegen darf die auch mit ins Tauschpaket. Und last but not least habe ich etwas geholt und das fand ich super interessant. Die Kisu hat ja nicht nur ein wundervolles Pinselset herausgebracht, was eher so lala wundervoll ist, sondern auch eine wundervolle Palette, die ich auch habe. Und sie hat auch Schmuck herausgebracht. Und den kann man bei Rossmann online auch bestellen. Das ist jetzt hier noch in der Verpackung drin und das darf auch noch, muss auch noch fertig gebastelt werden tatsächlich, weil das nur Anhänger sind. Und da kann man halt unter verschiedenen Sorten aussuchen. Ich habe die Silver Plated Accessoires, keine Ahnung, das sind diese hier, die Happy Dinger. Hey Beauty, teile deine, achso, nee, hier steht nur, dass man das dann auch teilen soll. Da hast du hier Happy stehen. Das hier ist irgendwie so eine Sonne oder so und das ist eine Biene. Fand ich ganz süß. Ja, nicht eine Sonne, ist eher so ein Mandala-Blumending, ne? Und dafür habe ich mir dann letztens bei Amazon halt auch noch so eine Schnur geholt, eine Baumwollschnur. Die mache ich dann da dran oder flechte diese Schnur dann auch entsprechend. Und dann, ja, hat man da eine schöne Kette oder ein schönes Armband. Das fand ich echt schön. Genau. Ja, ihr Lieben,
das war jetzt tatsächlich mein Drogerie-Einkauf und ja, ich habe wieder schöne neue Produkte. Ich kann das Tauschpaket jetzt bald auf die Reise bringen und Sammy, Gärnchen vor sich hin. Ja, Fräuchen hatte ich auch lieb. Denkt an die Verlosung und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!